Hallo Sportsfreunde, Johannes Lukas ist mein Name und wir sind hier gerade mittendrin, beziehungsweise gerade eben fertig geworden mit dem Dreh für Bodybuilding Ref im Battle. Michael Janis gegen Thomas und Patrick gegen Romano. Und hier seht ihr die Krieger nach der Schlacht. Die Krieger nach der Schlacht. Ich glaube, wir lassen die noch ein bisschen ausruhen. Ich suche mal den Romano und den Patrick raus. Romano! Romano, bist du bereit für ein Interview? Klar. Holen wir uns den Patrick noch hin. Schnell. Los, komm mit. Weil Patrick kümmert sich ein bisschen um Micha, dass der nicht kollabiert, weißt? Ich hab mich auch schon übergeben bei dem. Ja? So. Ja? Kurz, Freunde. Es war hart. Es war hart. Ihr habt heute ein Battle gemacht. Für alle, die es nicht wissen, guckt mal bei Bodybuilding Ref oder bei Strength Wars. Eure Disziplinen waren? Wir haben halt mit dem Bankdrücken angefangen, dann 20 Wiederholungen mit 100 Kilo. 100 Kilo, 20 Wiederholungen Bankdrücken, dann? Dann Klimmzügen mit 20 Kilo Zusatzgewicht, 20. Yep. Und Kniebeugen mit 120 Kilo. Nochmal 20. Das 20. Ja. Ja. Easy, ja, war easy. So, der Romano hat ja gewonnen, das Baby. Darfst du es sagen? Ja, natürlich, das kommt erst dann danach. Okay. Ja, klar. Okay, danach. Wie viel schneller warst du? Weiß man nicht, ne? Das ist auch scheißegal. Ja. Aber man hat echt gemerkt, dass es wirklich schon eine Sache wieder ist mit der Kondition. Also, dass es teilweise gar nicht an der Kraft liegt, sondern konditionstechnisch, dass man da Probleme kriegt. Naja, du sagst, es liegt nicht an der Kraft, aber da sage ich jetzt mal ein Gegenargument. Es ist ja so, dass der Maximalkraftwert darüber bestimmt, wie leicht dir das Handling mit dem Gewicht fällt. Und dadurch, dass dein Maximalkraft einfach größer ist, hast du mit den leichteren Gewichten einfach ein leichteres Spiel gehabt. Ja? Und das ist so das Ding. Und natürlich fordert dich das Training mit einem Maximalgewicht, mit einem höheren Gewicht mehr. Na klar, wenn du halt mit 90% des Maximums auf Wiederholung machst, dann ist genau. Es einen so kaputt. Das ist schon. Und Patrick, es hat nicht so einen hohen Kraftwert, nicht so einen hohen Maximalkraftwert, deswegen war ich einfach angestrengt. Aber Patrick hat durchgezogen. Und er hat eine geile Kniebeugetechnik. Ja, das ist cool. Gute Kniebeuge. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Also, es ist gut, dass ich durchgezogen habe. Das war klar. Also, für mich ist nicht durchziehen ist keine Option. Oder wenn du eine Challenge mitmachst, dann verpflichtest du dich eigentlich in meinen Augen auch, um durchzuziehen. Scheißegal, ob ich jetzt 20 Minuten Länge gehabt hätte oder auch wenn es den ganzen Tag gegangen wäre. Ja, wenn du eine Challenge hast, dann musst du es durchziehen. Ja, genau, du musst es durchziehen. Ansonsten brauchst du die Challenge eigentlich nicht zu machen. Das ist so meine Philosophie. Also richtig, absolut. Aber es war halt, weißt du, halt wie ein Powerlifter. Aber du hättest ja auch sagen können, so, Scheiße verloren, okay, ich hör auf. Ja, aber du hast das Ding wirklich bis zum bitteren Ende und er war richtig am Arsch. Also das war wirklich Leistungsgrenze. Man hat gesehen, der Rücken war schon echt instabil, weil du einfach so am Limit warst. Ja, aber du hast den Arsch aufgerissen. Deswegen, mein Respekt hast du. Halt Powerlifting. Ja. Du hast ja auch immer ein Powerlifting, hast du ja auch, weißt du, immer jemand, der dann 100 Kilo mehr macht oder so. Ja. Aber Hauptsache, man verbessert sich selber und das denke ich mal, haben wir durchgezogen. Geiles und ich Ding, bin froh, dass Geiles ich die andere Ding. Challenge nicht mitgemacht habe. Ja, die andere Challenge. Das glaube ich auch. Sonst würden wir hier nicht mehr stehen und so. Die andere unsere Challenge war erzähl schon mal. Hart, ja. Erzähl aber mal. Die Challenge von Micha, das war schon das kriminell. Das geht an die Grenze kriminell. Ich glaube, du musst mal rumschwenken. Ich habe schon mal gezeigt. Schon, ja? Okay. Ich hab, als ich gehört habe, was da für Disziplin kommt, habe ich gesagt, seid ihr total geistesgestört? Seid ihr irre? Und Micha hat mich auch mit fragenden Augen angeguckt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja, nochmal schnell 5 Wiederholungen runter beim Kniebeugen. Aber ich glaube, das hätte den Kohl auch nicht fett gemacht. Das war einfach brutal. Aber zum Glück, dieser Polar war ja eigentlich sogar noch mit 50 Kilo mehr. Wir haben sogar also beim Crowler hat er noch reduziert, ja, okay. 50 Kilo sogar. Ja, das ist jetzt 15 oder 20 Minuten her, das ist immer noch wahr. Das Herz, Michas Herz steckt immer noch extrem schnell, das ist brutal. Ja, ich weiß nicht, was gerade los ist. Das ist so schlimm, was glaube ich noch nie. Noch nie? Das erste Mal? Ja, also sowas nicht, ne. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht übergebe. Ja. Und? Ich drücke gerade richtig raus. Man muss dazu sagen, Micha hat noch nichts gegessen, das heißt, da ist eigentlich nichts drin, ne? Ja, nicht viel. Ein bisschen Tunnelblick vielleicht. Also. Ja. Thomas, was hast du? Hättest du es dir so schlimm vorgestellt? Ja. Ja. Aber nicht so knapp. Ich lag ja, glaube ich, hinten bis zur letzten Disziplin. Und oh. Ja, war anstrengend. War anstrengend. Das war ein richtig geil knappes Ding. Beim Kniebeugen hast du den Sack nochmal zugemacht. Da ist einfach mehr Routinier. Micha hat einfach längere Beine, ein bisschen mehr Weg und ist da nicht ganz so routiniert wie du bei den Kniebeugen. Ist einfach so, ist Fakt, ne? Ja, ich habe auch gedacht, er liegt noch 2-3 vorne. Deswegen habe ich dann zum Schluss einfach fertig gemacht. Ja. Ja.
Hast du überhaupt irgendwas wahrgenommen von den Stimmen, die dich angefeuert haben? Oder war es einfach nur, was du in deinem eigenen Reich so? Ich wollte bloß nicht, dass es aufhört. Ich bin so froh, dass ich den Scheiß nicht mitmachen musste. Also wenn ich jemals teilnehmen muss, dann bitte irgendwas, was mehr mit Kraft zu tun hat irgendwie. Also ist ja auch Kraft geworden. Das ist furchtbar, wirklich furchtbar. Würdest du es nochmal machen? Soll ich dich in 2 Tagen nochmal wieder fragen? Ja, heute definitiv nicht mehr. Also ich wüsste, welche Antwort ich bei Lisha bekommen würde. Nie wieder. Hast du ihn schon mal so am Limit erlebt? Nee, so nicht. Nee. Aber es war wirklich auch eine kriminelle Challenge. Ja? Absolut. 20 Minuten her. Wie das Herz immer noch so pulsieren kann, das ist schon Wahnsinn. Und falls irgendjemand auf die Idee kommt und denkt, hier ist alles geschauspielert und ist alles nur Fake. Sorry, Leute. Das ist das echte Leben, das wahre Leben hier. Bin nichts gespielt. Willst du es nochmal machen? Meine Challenge? Ja, meine Challenge würde ich schon nochmal machen, aber die Challenge. Nein. Ich bin auch nicht krank in der Woche dann. Ja. Nee. Ich spüre schon jetzt meine Quads. Ne? Ja, das wird brutal. Ich spüre sie. Nach so einer Aktion bist du erstmal eine Woche lang komplett raus. Also, na, weiß ich gar nicht, weil so schwer war es. Wir haben keine Zeit. Wir müssen am Mittwoch nach Las Vegas und Mr. O. Mr. Ja. Achso, okay. Achso, für alle, die beiden noch nicht kennen, es gibt ja noch Leute, die euch noch nicht kennen, da gibt es so einen YouTube-Channel, da kann man mal raufgucken. Ja, checkt's mal ab, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall. Micha Janis, Patrick Reiser, werdet ihr uns finden. Wisst ihr Bescheid, oder Pro Bro mal eingeben, ne? Pro Bro, genau. Hab ich noch was zu sagen? Ich glaube nicht, mir fällt nichts ein. Ich bin gespannt, wenn du das dann mal hier dran bist. Gell? Ja, ich bin auch gespannt. Du bist doch irgendwann. Aber ich werde auf jeden Fall vorher trainieren. Ich will das trainieren wollen. Definitiv, weil du musst ja einerseits Maximalkrafttraining machen, aber andererseits auch Kraftausdauer. Das ist das Problem bei uns. Schau mal, wir können nicht was willst du Kondition trainieren als Bodybuilder? Verstehst du, das macht nicht großen Sinn. Nein. Müsstest du einen Monat vorher schon trainieren? Das stimmt. Aber das ist ja nicht unser Ding als Bodybuilder. Das ist das Problem. Und ich denke, hier haben wir Schwierigkeiten, wenn es in die Kondition geht. Wobei ich sagen muss, ihr seid jetzt ja nicht die unfittesten Bodybuilder. Ihr seid ja fitte Bodybuilder, die normal am Leben teilnehmen können. Weißt du, was ich meine? Absolut. Also das meine ich. Das stimmt schon. Aber ich merke es jetzt zum Beispiel bei mir. Wenn ich in der Wettkampfdiät bin oder Wettkampfform, dann bin ich 10 Kilo leichter. Da bin ich auch viel beweglicher, viel fitter. Und agiler und fitter. Agiler, ja. Genau. Momentan in der Offseason, ich merke es schon, dass ich an die Grenze komme. Auch keine Klimmzüge, logischerweise. Naja, 10 Kilo leichter in der Offseason. Aber dafür bist du natürlich, wenn du leichter bist, auch beim Kreuzheben und beim Kniebeugen nicht stark. Das ist richtig. Oder beim Bankdrücken. Das ist halt das Blöde an der ganzen Geschichte. Du kannst nicht beides haben, ja. Na gut. Also Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch. Danke dir. Schön, dass ihr hier wart. Ich muss übrigens sagen, das muss ich noch loswerden. Ich dachte eigentlich, der Patrick hat eine Chance. Und ich war immer, ich habe überlegt, wer wird gewinnen? Am Anfang, als ich gehört habe von der Schlacht, habe ich gedacht, wenn der Patrick die Romano herausfordert, dann wird er schon. Dann ist der selbstbewusst auf jeden Fall. Der wird schon ein bisschen was auf dem Kasten haben. Ob es reicht, werden wir sehen. Habe ich gedacht, du hast noch einen Joke am Ärmel, aber du hast der Mann hier gestanden, alles cool. Ich muss mal Klimmzüge dann angucken. Ich habe mal ja, ich muss selber mal angucken. Man ist ja in so einer Welt, man kriegt so gar nicht mit, was die anderen auch alle so rufen. So, halt bei Thomas habe ich es auch gesehen, dieser leere Blick. Ich glaube, da kannst du sagen, was du willst. Das kommt eh nicht an, aber... Du bist denn dann eine Welt, in 1 Million. Peace, no. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an euch. Wir sind raus. Bye, bye. Sag mal kurz Tschüss. Tschüss. Tschüss.